Ein Campingkocher für 8,99 Euro von Lidl. Den habe ich mir neulich gekauft. Kann das was sein? Das will ich heute mal testen. Aber bevor es ans Kochen geht, wird erstmal gewandert, damit der Hunger kommt. Ich bin hier irgendwo im Landkreis Donnersberg oder Kusel. Ich habe das Wochenende hier zu tun und nutze das jetzt einfach mal aus für eine kleine Wanderung nach der getanen Arbeit. Und wenn ich nachher bisschen gelaufen bin, dann werde ich mir ein schönes Plätzchen suchen und dann wird was gekocht und dann wird das Ding mal ausprobiert. Also ich habe mir nicht nur einen Brenner gekauft, einen Gas-Campingkocher, der mit Propangas läuft, sondern auch gleich noch ein Kochgeschirr dazu. Auch das probiere ich nachher mal aus. Warum habe ich das gekauft? Ganz klar, ist schon angekündigt mehrfach. Demnächst steht der Moselsteig an und das werden doch ausgedehnte Tagestouren. Und da möchte ich dann ganz gerne mittags auch eine warme Kleinigkeit essen. Auch wenn das Wetter hoffentlich ganz schön und warm wird, aber tut doch gut und macht vor allen Dingen Spaß. So, jetzt habe ich ein schönes Plätzchen gefunden und jetzt werden wir mal was Schönes kochen. Es gibt eine fertige, selbstgekaufte Chili con Carne, angereichert mit ein paar Kartoffeln. Das hier ist das Schätzchen. Das ist angetrieben mit Propangas. Wie gesagt, der Brenner selbst hat 8,99 Euro gekostet. Die Gaskartuschen die kosten im Nachfüllpack ungefähr 1,50 Euro. Ich habe mal reichlich davon gekauft. So, dann gibt es als erstes mal die Kartoffeln, das Öl, das sollte relativ schnell heiß werden bei dem Gas. Die habe ich heute Morgen schon vorgeschnitten, sind noch nicht allzu viele. Oh, man sieht es direkt heiß. Dieses Kochgeschirr von Lidl, das kostete 14,99 Euro. Das beinhaltet zwei von diesen Tellern. Dann einen Topf für mal Nudeln zu machen oder Reis oder auch jetzt eine Suppe. Dann die Pfanne, die hier drauf steht mit dem Griff dabei. Und hier so ein Greifwerkzeug für den Topf. Und dazu gab es dann noch zwei Plastiktassen. Die sind aber völlig ungeeignet für offenes Feuer. So, ich trinke da bald schon mal den Radler an. Halleluja. Und dann gab es hier bei Edeka diese Maggi. Chili con Carne mit Jalapenos, also schön scharf. Die gebe ich gleich einfach dazu. Sollte kein Problem sein, das zu erhitzen. Na, das ist so ein schönes Portionchen hier. Hm?
Also das Ganze hat keine 10 Minuten gedauert, ist mega heiß und ich freue mich da jetzt riesig drauf. Das wird jetzt gerade noch ein bisschen nachgewürzt. Ich habe hier so ein Dreiwürz Curry, ein bisschen Curry dazu. Und dann schmeckt das. Und dann sage ich einfach mal zu mir selbst, guten Appetit. Also ich sag mal ausgezeichnet, der Brenner, der hat die Feuertaufe bestanden, da kann man nicht viel falsch machen. Das reicht, um Kleinigkeiten warm zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie lange so eine Propangas-Kartusche dort hält. Das wird sich schon rausstellen. Und wenn sie leer sind, dann kommt eine neue dran. Und wenn ich keine mehr habe, dann werden neue bestellt. Ich denke, die gibt es dann im Online-Shop. Und ich glaube, ich werde ganz, ganz viel Spaß damit haben. Ihr werdet es dann sehen unterwegs in den nächsten Touren. Bis dann. Tschüss.